So, die letzte Woche vor Payback, wieder mal, wie immer natürlich, mit mir und den Raw Guys. Willkommen. Welcome to Monday Night Night Raw. oder auch zu Raw's Brian, aber Raw dazu kommen wir später noch. Touché. Ja. Ja, ihr seht es da auf dem Kalender, die letzte Raw-Show vor Payback. Quasi die Road to Payback hat begonnen und wir haben quasi noch nach der Raw nochmal schön mit Harper gefeiert und die Klage gefeiert und alles und jetzt sind wir wieder Die bereit. Klage gefeiert vor allem. Ja, Ja, wir sind darf ja man die doch, darf man doch. Klagenden. Ja, Natürlich, sowas darf feiert man man doch ja wohl, feiern, ne? ja. Wir haben in unserem Zuhause eindeutig gezeigt, wer hier Chef im Ring ist. Genau. Und SmackDown das hat haben wir, nichts zu sagen. genau, das Da haben noch wir mal dem kurz guten den Luke Karten. Harper zu verdanken. Deswegen. Großes Kino, dafür gibt es einen Daumen. Ja, Daumen hoch für Luke Harper. Und Kriegt auf Facebook einen Daumen hoch. Ja, das sowieso. ja, das auch. Genau. Abonnieren, favorisieren, liken. Genau. Nee. Aber Kuba, Genug Ablenkung, wir genau, haben eine Jo. vollgepackte Show. Wir haben eine vollgepackte Show, denn das hier, ich sag's mal, darf ich dir haben? Ja, natürlich. Ach, Dankeschön. Das hier ist die erste Raw Super Show in diesem Universe-Modus, in diesem 2016er Ist Universe-Modus. das die erste? Hatten wir nicht schon mal eine? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein. In diesem Projekt hatten wir gar keine Super Shows. Doch. Ja? Hatten wir nicht das Tag Team Title Match und das Doch, hatten Intercontinental wir, Match? ja, das war die allererste Raw, ja. Das war auch die Battle Royale und Okay, das Tag Team Title ja, Match. Das war das die war. erste Raw, das zählt nicht. Das hier ist eine. Das hier ist die. Das zählt nicht. Das zählt nicht, Mami. Das war die erste Raw und die soll besonders sein. Und das hier ist der erste Raw Wo Supershow. er recht hat, hat er recht. Und wer aufgepasst hat. Daniel Bryan! Ja, Daniel Bryan immer noch da. Selbst in der vierten Woche Ändert sich ja. bewundern die Leute Könnte ihn immer sich noch für seinen. theoretisch gleich ändern Ja, sogar. entweder. Ja, es stimmt. Spätestens nach dem Opener. Denn Oder. wer in Oh. den letzten Wochen brav aufgepasst hat, anders als die SmackDown GMs, der wird gemerkt Oh, haben, shoot. dass es hier in dieser Show ein Women's Championship Match geben wird. Denn nachdem Becky Lynch immer wieder geweint und gebitcht hat und geweint und gebitcht hat sie eine allerletzte Chance gegen Alicia Fox bekommen und da auch noch überraschend gewonnen. Und Na, so deswegen. überraschend nach Summer Rae ist nicht mehr. Becky Ja, aber Lynch war damals. vor Summer Rae, Alter. Ja, ich Ja, weiß. das Das war kannst du jetzt nicht überraschend, sagen. Daniel. Das war Ja. noch überraschend. Das widerspricht sich im Satz schon. Ja, Nach Summer es. Rae war das nicht so überraschend. Ja, aber Becky Lynch war vor Summer Rae. Ja, Ja, also so ich richtig weiß, klar kommen. aber. Aber trotzdem, es war damals Alicia Fox war überraschend. bis dato unbesiegbar, Ja, ungeschlagen. gut, das stimmt. Und Und jetzt. Andefoxied. Ja, Ande Foxy, oh mein Gott. Bitte. Und Boah, wir damit. sollten T-Shirts machen, Kopf, und die noch verkaufen. Boah, Alter. Andefoxied. Oh mein Gott. Schick die Idee mal an WWE, vielleicht wird ein Shirt raus. Ja, gut, dass Alicia Sie wird Fox es bei uns approved, sie nicht wird mehr es approved. Andefoxied ist und in der WWE schon lange nicht mehr, aber Ja, ich finde die Idee egal. nicht schlecht. Aber die kann doch wieder Und eine neue Streak aufbauen. Und echt. da wir keine Lust hatten, dasselbe Match nochmal zum Pay-Per-View zu bringen, kam der Junge auf die gute Idee, spontan, Improvisation ist auch wichtig, so viel wie man plant, man muss auf bestimmte Sachen reagieren. Und dann haben wir darauf reagiert und gesagt, in der vierten Raw-Show vor dem Pay-Per-View wird der Gegner von Sasha Banks und der Champion ermittelt in einem Match. Und dieses Match ist in unserer Raw-Supershow im Opener, damit es mal richtig krachend losgeht. Oh ja. Die Frage ist, wie hart haben diese beiden Niederlagen Alicia Fox getroffen? Sie hat ja gesagt, es war nur ein Scherz, aber ich bin mir sicher, das hat ihr Selbstvertrauen ziemlich angeknackst, denn sie war vorher ungeschlagen. Kann Becky Lynch das nun ultimativ ausnutzen? Denn das ist wirklich ihre allerletzte Chance. Und wenn sie das verkackt, ist sie raus. Also für beide steht viel auf dem Spiel. Wir haben das Der ja. Ruf und Ehre und alles. Und der Titel natürlich. Definitiv, wir haben das ja beide letzte Woche schon, oder alle letzte Woche schon gesagt. Wir haben das ja Alicia Fox in der Promo absolut abgekauft, dass sie so ein bisschen ja Becky Lynch da hier dieses Titelmatch quasi gegeben hat, weil sie nicht ihr A-Game gezeigt hat. Damit sie nochmal eine schöne Aufwerbung für den Pay-Per-View hat, um gegen Sasha Banks dann wieder locker flockig bestehen zu können.
Dann kam aber das Match gegen Summer Rae und da sah Alicia Fox dann nicht mehr so confident nach aus. Ja, da haben wir auch, also da haben wir dann gezweifelt daran, ob das jetzt nochmal ein Scherz wird, weil ja, das wäre dann schon eine schlechte Ausrede. Ja, vielleicht spielt sie ein großes Spiel mit uns. Erstens das, ja, oder zweitens muss man vor allem daran zweifeln, ob das wirklich ein Spielchen war, was sie da mit Becky getrieben hat. Das, ich glaube, das werden wir sehen, je nach Matchausgang, wie dieses Match jetzt ausgeht. Sollte sie gewinnen, hat sie vielleicht ein ganz großes Spielchen mit uns eingespielt. Sollte sie aber verlieren, dann hat sie vielleicht das, was sie letzte Woche gesagt hat, dann doch nicht ganz ernst gemeint. Ja, keine Ahnung. Das werden wir aber sehen und das gucken wir uns natürlich auch an. Ja, wir gucken es an, und zwar jetzt. Denkst du, ist das ein Schwung da hier gleich? Habe ich schon. Schon auf langsam. Ah, sehr schön. Es steht wirklich jetzt viel auf dem Spiel für sie, weil sie hat das jetzt quasi so runtergeredet, aber... Für beide. Ja, natürlich, für beide. Auf beiden lastet jetzt ein großer Druck. Und Sascha wird sich das sicherlich auch anschauen und sehen, wie die beiden sich jetzt schlagen. Weil, das denke ich aber auch. Sagen wir mal so, wenn ihr jetzt Becky gewinnt, wäre das ultimativ für Sascha, weil die wird sich dann ins Fäustchen lachen. Könnte das auch dann nochmal als lachende Dritte ausnutzen. Aber vielleicht kann auch Becky Alicia nochmal entscheidend schwächen. Es schaut gerade gut für Sascha aus, muss ich sagen. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Sascha Banks möchte natürlich ihren Women's Title wieder haben. Genau. Von daher werden wir das sehen. Und, in Washington, D.C. In the capital of the United States of America. Die Heimatstadt des Animals auch. Ja. Und der ist gar nicht auf der Karte. Was ihr nicht hört, Lillian Garcia hat gerade gesagt, it's for the Women's Championship. Ja. Batista ist nicht auf der Karte, but we don't give a fuck. The Foxy One. Anders Foxy, noch vor zwei Wochen. Oh Gott. Well, Women's Champion. Da ist sie. Dass ich das Bild nochmal sehen darf, ey. Ja. Alicia Fox mit den Women's Championship. Wie groß dieser Titel vor allem ist. Ja, ist vernünftig. Ja. Früher war das immer so eine kleine Spielzeugdinger, die perfekt auf die Figur angepasst haben, auf den Bauch der Figur. Ja. Und dann sahen die immer so aus wie so, keine Ahnung, so 10 cm große Gürtel, ey. Ja. Ja. Das ist ein Championship-Gürtel. Genau. Ein schöner Women's Championship-Gürtel und nicht so ein komischer pinker Schmetterling da. Ja, what the fuck, man. Auch wenn das Licht beim Entrance von Alicia Fox pink ist. Ja. Aber sie hat ein leichtes, schelmisches Grinsen. Also schauen wir mal, ob ihr das Grinsen nicht gleich aus dem Backen gestrichen wird. Oder aber wisst ihr was? Ich kann es jetzt sogar glauben, dass sie jetzt einfach Becky wegsquasht und dann uns alle auslacht, weil sie uns alle so in Panik versetzt hat, dass sie nur so die ganze Zeit nur ein Spielchen getrieben Rauch. Hat. Rauch! Und dann Becky Lynch mit ihrem Entrance. Passt auf, ihr Raucher. Echt so. Rauchen ist nicht gut für die Lunge. Ja, ja, so Becky Lynch hier zeigt, sie will es jetzt allen beweisen, sie ist jetzt hier ganz klar meiner Meinung nach vor diesem Match im Vorteil. Ja, man kann sie wirklich jetzt, nachdem sie die Championess geschlagen hat, nachdem Summer Rae sie die Champions auch geschlagen hat, kann man davon ausgehen, dass Becky das hier auch wirklich gewinnen kann. Und sie sieht auch quasi confident. Meine Batterie ist gleich leer. Sie selbstsicher aus. Und die Batterie ist fast leer bei Daniel. Ja. Muss Daniel, ich gleich einstecken. Professionalität. Ja, er steckt es gleich ein. Ja, Becky Lynch moniert hier auch die Zuschauer dafür, sie anzufeuern. Sie ist trotz allem immer noch beliebt. Sie ist das Girl Next Door beim WWE Universe. Und von daher stehen die doch noch auf Becky Lynch's Seite. Ja. Alle glauben Alicia Fox nicht so ihre Tour ab. Es war ja für alle sehr überraschend, dass Alicia Fox hier überhaupt diesen Titel irgendwann mal halten darf. Aber sie hat ihn sich verdient und damit ist diese Ansetzung auch sehr, sehr geil und ich würde sagen, jetzt wird es nicht nur optisch, sondern auch wrestlerisch ziemlich heiß. Genau. Der Blick von Alicia Fox, jawohl. Alicia Fox ist wirklich fokussiert. Langsam, passt, okay, perfekt. Und starte das Match dann. Ah. Here we go. Go. Women's Title Match fängt mit einem Lock-up an. Headlock von Alicia Fox. Die Oberhand, schöner Headlock-Takedown hier. Und Becky Lynch schon kurzzeitig in Bredouille. Musste hier schon tappen, frei zu erinnern. Und tap out. Oh, schöner Elbow und schöner Kick. Jo, also da hat Becky Lynch hat Bock. Alicia Fox muss aufpassen. Becky, klar, man muss immer vor der Becky Lynch aufpassen. Sie hat das zwar jetzt noch nicht so im Universe gezeigt, aber sie ist wirklich ein, die man ernst nehmen muss. Das zeigt sie mir. Ich würde schon sagen, das war eher ein High-Kick statt ein Dropkick. Ja.
Ja, also sie ist on fire. Sie schnuppert hier quasi gerade die Schwächephasen von Aber da Alicia. kommt Alicia Fox und da zeigt sie ihre Dominanz. Denkt sie so, nö, du dominierst hier Nicht nicht. mit Du mir. hier nicht. Boah, und Schön. brettert ihr Gesicht einfach in die Matte. Schöner Beginn hier. Schön hin und her. Wilder Beginn. Jo. Man merkt, es steht viel aufs Spiel für beide. Jo. Wer weiß, wie viel fokussiert, was sie im Hintergrund im Backstage-Bereich noch gemacht hat, sich fokussiert ein bisschen. Und Disarme. Oh, kommt da schon Disarmhör? Nee, sieht nur ein ganz normaler Armbar. Das setzt aber natürlich den Disarmhör voraus. Weiß ja Genau, eigentlich gar nicht, eine ob ich. Vorausschwächung des Arms quasi. Genau, schöner Bitch-Slap jetzt hier von Alicia Fox. Und schöner Kick jetzt Wow, hier. nette. Und Shining Wizard. Sehr Okay. schön, sehr schön. Gut, es gibt Diven, die haben sowas als Finisher. Oder auch Wrestler, die haben sowas als Finisher. Alicia Fox denkt sich mal, ich knock Becky einfach so aus. Aber die denkt sich, ich zeig den Chinbreaker. Fuck off. Ja. Wir fühlen uns hier richtig gegenseitig. Und Bulldog. Und Running Jo. Bulldog. Ja, die liegen direkt von Anfang an los. Also da Und die wird haben nicht beide lange gefackelt. maximales Oh, was Interesse. kommt denn jetzt? Was kommt denn? Jo. Sehr innovativer Submission-Move von Becky Lynch. Ich kann das selber nicht callen, ich weiß nicht, was es ist. Sehr Alter, was ist innovativer das? Cross-Arm-Breaker-Ansatz. Lässt sie wieder raus, aber sie arbeitet für den Disarm, hä? Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, ob der das an. Egal. Doch, ist er. Ist er? Ja. Schöner Running Bulldog Ihr von habt doch am Becky Anfang des Lynch. Projekts doch, habt ihr ja alle Moves und so gecheckt, ne? Und so. Ja. Seid ihr alle Wrestler Uppercut durchgegangen. von Alicia Fox, da werden wir nicht in das Arm setzen. Und halt hier von Alicia Oh. Fox. Da sind ihre langgrazilen Beine in Gebrauch bekommen, quasi Alicia gekommen. wirklich wenige Moves, aber dafür wirklich die fetten Impact haben, solche Kicks an den Kopf oder die Gesicht in die Matte hämmern, Arme in die Matte hämmern. Langsame, kleine, wenigere Moves, aber dafür halt sehr stark und kräftig. Ja, und sie ist auch gerade mit ihren langen Beinen, die setzt sie auch gut ein. Athletisch 1A sowieso. Genau. Und ihre langen Beine setzt sie dann ja auch gut ein. Schöner Russian Leg Sweep dann auch hier. Jetzt gibt es den Irish Whip. Irish, die Becky Lynch. Ja. Oh, aber jetzt der Konter hier von Becky Lynch. Das ist Alicia Fox in der Ecke, Ja, Konter. aber Die denkt sich so, nö, Elbow-Konter. du kommst hier nicht hin. Tolles Match, technisch überragendes Match. Und Jo. Facebuster hier von Alicia Fox. Macht Alicia Fox ja gut jetzt wieder, wer weiß. Nicht stark. Vielleicht hat sie sich jetzt Und in dieser Woche da jetzt wieder gefangen, ein bisschen. Mal wieder schauen wir be mal, also man sieht auf jeden Fall, dass sie hat vielleicht einen Knicks erlitten, aber sie ist trotzdem noch sehr dominant. Jo. Und das zeigt sich auch mit dem Ja. kurzgezogenen Back Suplex hier. Was sie auch glauben kann, dass sie vielleicht ihre Gegner einfach nicht ernst genug genommen hat. Sie war halt gerade die ungeschlagene Championess, die dominiert hat, und da Vielleicht war sie wollte sie vielleicht auch ein nur bisschen zu Becky Lynch in cocky. Sicherheit wiegen. Ja, das auch. Jo. Kann Man vieles weiß sein, es nicht. vielleicht beides. Also sie hat ja wirklich ihre Matchpläne sind ja immer komplett von vorne bis hinten perfekt durchgegangen. Schöner Dropkick hier. Und von daher würde es mich nicht wundern, wenn Alicia Fox hier auch einen Plan hinter hatte. Von daher, oh, jetzt schön hier an den Haaren gezogen und auf die Matte gehämmert. Also Becky Lynch hat schon viel gegen den Kopf bekommen. Alicia Fox schon einiges gegen ihren linken Arm. Ich bin sehr gespannt, aber das Match, tolles Match. So gehört sich ein Match. Ja. Und jetzt zeigt Becky Lynch aber Alicia Fox, das kann ich ja auch. Oh, Und schön. liegendes Head Scissor schon. Wenn wir hier schon über Ja. die langen Beine Hier sprechen, sieht das ist wirklich eine tolle Methode, die zu nutzen. man sieht, Definitiv. man sieht halt, dass die Women's hier richtiges Wrestling betreiben können und nicht so 5 Minuten Real-Life-Raw-Matches. Hoffen wir auch mal, dass das Bodypart Wrestling von Becky Lynch dann nachher nicht mehr verfällt. Jo. Becky Lynch jetzt hier. Schöne Hurricanrana, sehr innovativ sogar. Jo. Stark. Beide zeigen hier wirklich ein starkes Match. Und schon Beide wieder finden gegen gleich den auf. Arm. Und wieder der Cross-Armbreak. Aber diesmal gegen den rechten. Früher ist sie, glaube ich, nur gegen den linken gegangen, ne? Jo. Ja, beide Arme müssen ja für jeden Fall quasi angeschwächt werden. Und noch ein Also, Tritt nee. hinterher. Moment, das war der linke. Das war nicht der rechte. So, das war der linke Arm. So, was laber ich denn? Je länger hier Alicia Fox quasi im Match ist und die Bearbeitung gegen den Arm bekommt, desto gefährlicher wird auch natürlich dann am Ende der Disarme. Und allgemein, je Boah. länger dieses Match geht, desto besser und desto lächelnder wird Sasha Banks im Backstage-Bereich sitzen. Auf jeden Fall, denn dieses Match ist ja quasi schon in der Woche von Payback. Oh Und ja. genau, denn wenn die beiden sich jetzt hier komplett zerstören, dann ist egal, wer als Sieger rauskommt, Oh, wird schön. Sasha Banks es wesentlich einfacher haben. Auf jeden Fall. Oh, Becky? Und Becky Lynch, hier Ui. schöner T-Bone Suplex. Sehr schön. Cover? Cover gegen Alicia Fox. Das war. One, two, Ja, aber war aber Kick noch out. nicht.
Und da ist sie schon so, ah, was soll denn das? Ja, gut, aber das war irgendwie klar noch. Oh, Noch nicht Becky? ganz. Das hier wird jetzt aber der Ansatz zum Backsplex. Jo, Und das ist der da Backsplex. geht durch. Becky Lynch hier mit dem Backsplex relativ out of nowhere. Jetzt ist Ja. Alicia, kann sie Alicia Fox Sieht endlich vom Seil weg. entthronen? Kann Becky Lynch hier ihre Women's-Title One, gewinnen? two. Oh. Aber kurz vorm Free-Count kann Alicia Fox den Donner auskicken und dann springt sie ins Leere. Und jetzt, das kann Alicia Fox das jetzt nutzen. War das der Fehler von Becky Lynch? Alicia Fox, Jetzt das wird das hier eine kommt der Powerbomb? Jo. Nein. Was ist das? Das wird das Gory-Special hier von Alicia Fox. Latino, Eddie. Latino Heat hier quasi von Alicia Fox. Und da gibt's den. Da gibt's einen schönen Roll-Up-Leg-Drop. Und das Cover hinterher jetzt auch fett gewählt für Becky Lynch One, hier. Two. two. Nee. Aber gleich bei zwei ausgekickt. Also, Ja, ich ich hätte habe es auch gedacht, echt bis fast wenn. zweieinhalb. Aber bei Alicia, ne, die ist da wirklich, ja wirklich alle letzte Sekunde rausgekommen. Ja. Und hat dann direkt schnell reagiert und gekontert, weil der Ja, Becky wo auch Becky schon ein Lynch bisschen dann fast ins ins Wasser Leere war. gesprungen ist. Suplex. Ja. Tolles Match der beiden, wirklich. Langsam gewinnt es hier wirklich an Oh, Fairness. Okay. Und Alicia Fox hier Cocky. am Taunten. Kip-up von Becky Lynch, Comeback, aber nein, Counter, Russian Leg Sweep. Tolles, also das Match ist technisch 1A. Das ist SA hin und Wrestling vom her. Allerfeinsten. Ja, es ist sehr schön anzusehen. Alicia Fox muss aber aufpassen, denn hier gibt es jetzt das Comeback von Becky Lynch. Vorarm, Atomic Drop Comic hier gegen Drop. Alicia Fox und Scoop Slam. Oh, Scoops. jetzt muss Alicia Fox aber aufpassen. Wenn Becky Lynch denn jetzt nochmal den T-Bone Suplex Oh. aufpackt und sie bereitet dann jetzt nochmal Sieht den schlecht Backsplex aus. quasi vor, Wer ist aber oder macht sie gleich das Cover? Cover kann Ja, man das. versuchen. Ja, sie setzt gleich Das das Cover. sieht Jetzt schon muss mal. Alicia Fox aufpassen. One, 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 two. two. Aber jetzt wird's gefährlich. Jetzt kann Becky Lynch jederzeit hier den Backsplex Ja. auspacken. Boah, Sie ist schon sollte oben. jetzt sich aber beeilen. Ist schon oben. Oh, jetzt muss Ja, Alicia beide Fox kommen jetzt aufpassen. dazu. Beide Und jetzt stehen. der Beide stehen. Backsplex. Und Das das sieht nach war's. Backsplex aus. Backsplex und Backsplex der geht mit einem in der Mitte Titelwechsel. des Rings. Und das Titelwechsel. war's. Alicia Das Fox war's. wird hier entthront. One, One, two, two, three. three. Becky Lynch Wow. holt sich den Titel. Wow. 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 Krass. Wirklich krass. Also. Sah aber am Anfang erstmal so aus, als ob Alicia Ja. Fox hier relativ dominant reingeht, aber dann kam Becky immer stärker ins Match zurück, kam der erste T-Bone und dann der Backsplex auskickt und dann kam dann Kip-Up und dann der nächste. Die letzten 3 bis 5 Minuten waren ganz klar auf Becky Lynchs Seite. Was Becky da alles gezeigt hat, ne? T-Bone, Backsplex, Comeback, T-Bone, Backsplex. Da kann auch eine Alicia Fox nicht mehr dagegen machen, wenn man so viel in dieser Endphase dann frisst. Wow, ich habe Unglaublich. mit allem gerechnet, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Becky Ja. Lynch in ihrer allerletzten Chance gewinnt dann doch den Women's Title Wer gegen hätte damit Alicia gerechnet? Fox, die vor 3 Wochen noch unbesiegt war. Ja, An die Foxy. und da sieht Ja. und da sieht aber auf jeden Fall der Monat war echt nicht gut für Alicia Ja. Fox. Ich gar Das ist nicht. sie. Das ist wirklich wie so eine parallele Talfahrt gewesen. 360 Von Grad 0 Wendung. auf 100 und dann wieder von 100 direkt auf 0. Ja. Alicia Fox völlig in ein Loch gefallen. Ja, innerhalb eines Monats hat sie alles verloren. Und Ihre. haben unsere dritte Women's Champion Ja. nach Sasha Banks und Alicia Fox mit Becky Lynch und nach den letzten 5 Minuten hochverdient. Also sie hat wohl wirklich in der Promo in der ersten Raw-Show, da hat uns dann doch mich auf den Arm nehmen wollen. Wir waren ja ein bisschen genervt von ihr. Aber sie hat das jetzt hier ganz klar gebackt. Aber und die Zuschauer gehen natürlich ab, freuen sich mit dem Ja. Girl Next Door aus Irland. Becky Lynch gewinnt dann doch den Women's Title hier gegen Alicia Fox. Nach so Holy vielen fuck. Chancen. Ja, nach so vielen Chancen schafft sie es dann am Ende doch noch. Und in der letzten Show habe ich es ja nochmal gesagt. Theoretisch müsste ja, wenn Alicia Fox theoretisch, es war ganz auf viel Theorie, jetzt ist es quasi eingetreten, Alicia Fox ein Rematch quasi bekommen, da das ja im Vertrag eigentlich festgeschrieben ist. Aber Erst wir nach haben, Payback. na, pass auf, wir haben beide Damen in unser Büro geordert und wir haben ganz klar und deutlich gesagt, wir haben ja schon zu Becky Lynch gesagt, deine letzte Chance, es wird kein Rematch geben. Wir haben dann aber dem Vertrag noch eine Stipulation hinzugefügt, und zwar, wenn Alicia Fox dieses Match verlieren sollte, dann hat sie keine rechtlich festgelegtes Rückmatch mehr.
Die Stipulation für Alicia Fox entfällt somit und auch eine Alicia Fox muss jetzt wieder von vorne anfangen. Das heißt, egal wer nach Payback Women's Champion ist, Alicia Fox ist nicht automatisch Number One Contender. Und damit hat sie. Das muss sie sich wieder arbeiten. Sie hat den Vertrag unterschrieben. Ja. Becky Lynch hatte die Stipulation ja sowieso. Aber sie hat zugestimmt. Sie war sich sicher, dass sie hier den Women's Title behält. Von daher. Und muss man jetzt sagen, hat sie sich ins eigene Knie geschossen. Ja, und Alicia Fox echt am Boden. 3 Niederlagen hintereinander den Titel verloren. Mhm. Alicia Fox ist am Boden und ich bin sehr gespannt, wie sie sich davon wieder aufrappeln wird. Ja, ob sie jemals wieder aufsteht, denn wie schon gesagt, von 0 auf 100 und seit Monat von 100 auf 0. Alles verloren, selbst die Rematch-Klausel. Wer hätte das sie hat nichts mehr übrig. Nichts aber mehr. Du kannst den Titelbildschirm schon gerne wegmachen, Daniel. Ja. Mhm. Alles wieder auf 0 gesetzt bei ihr. Das war erst der Opener. Alles ist auf 0 gesetzt. Alicia Fox quasi wieder so in der Versenkung, wie sie vorher war und dann out of nowhere in diesen Universe-Modus quasi reingekommen ist. Da war gerade das Payback-Logo mit Randy Orton. Ohne Randy so Orton bis jetzt. Kam, ist sie wieder gegangen. Ja, wir sind ja nicht mehr im Jahre 2015, sondern im Jahre 2016. Da ziert ein gewisser anderer das Payback-Poster, was aber natürlich schon... Schön, dass wir beide das Gleiche denken. Natürlich. Was aber natürlich schon jeder Zuschauer in seinem Haus oder Zimmer oder sonst wo hängen hat. Okay, der Spieler direkt auf dem zweiten Match umgeschaut. Ja, ist ja auch, völlig okay, denn ich habe ja die Ehre, Copa, ne? Natürlich. Das zweite Match am Abend, Tag-Team-Match. Quasi Tag Team Teddy, nein, natürlich nicht. Ja, Tag Team Match, Finn Balor und Shane McMahon teamen zusammen und treten an gegen MVP und Sheamus. Und das Spiel meinte daraus einen Elimination Tag zu machen, okay. Okay, und das Spiel macht einen Elimination Tag draus. Wenn das Spiel das halt so will, ne, dann kann das Spiel das gerne machen. Das wird für uns relativ wenig Relevanz haben, weil wir uns das Match ja nicht angucken werden. Genau. Aber... ja, ist eigentlich, glaube ich, ganz leicht erklärt. Ja, Finn Balor und Shane McMahon taggen Team zusammen, da ja der gute MVP gegen Shane McMahon in den Wochenshows angetreten ist und auch MVP besiegen konnte. So hat sich Finn Balor gedacht, ey Shane, du bist mein Mann für dieses Tag-Team-Match. Und der gute MVP hat sich gedacht, letzte Woche konnte ja der gute Sheamus überraschend Finn Balor auch seine erste Niederlage im Universe zufügen. Da hat sich MVP gedacht, hole ich mir doch Hilfe vom guten Sheamus und Team mit dem zusammen und schon hatten wir ja ein Blockbuster Tag Team Match auf der Card und ja ein guter Warm-up für Balor und MVP für Payback, denn langsam wird's ernst und da die beiden ja bei Payback aufeinandertreffen werden in einem Singles Match, bin ich sehr gespannt, wie das hier ausgehen wird und wie die Partner dann auch die Tag Team Partner ihren jeweiligen Kollegen helfen können. Schauen wir mal, also bei Tommy End und Sami Zayn, bei Tommy End und Damian Sandow gegen Sami Zayn und JBL war es ja so ein bisschen... dass Sami Zayn so viel entschieden, also ich meine Damian so viel entschieden hat. Genau, dass Damian viel entschieden hat, aber ich fand es trotzdem, dass Tommy End nicht clever war in dem Moment, weil er sehr, sehr lange im Ring stand. Meiner Meinung nach wäre es hier die clevere Strategie, einfach den Partner von den jeweiligen, die nicht auf der Payback-Card stehen, länger im Match zu lassen. Ich bin sehr gespannt, wer hier den Sieg davon tragen wird. Ich glaube jetzt einfach mal, da letzte Woche Finn Balor auch seine erste Niederlage bekommen hat und bei Alicia Fox haben wir das schon gesehen, bei Alicia Fox hat so ein klein bisschen den Weg zum Abgrund gezeigt, die erste Niederlage. Ich gehe hier mit MVP und Sheamus, da ja nicht Balor derjenige sein muss, der gepinnt werden wird. Genau, darauf wollte ich auch aufgreifen. Ich glaube, dass die beiden sich Shane und Mac vornehmen werden und ihn, keine Ahnung, isolieren werden und so weiter, wie das so üblich ist. Und ich glaube, wenn die da ihn quasi von Balor isolieren, dass sie da, glaube ich, den Sieg holen können. Balor wird natürlich alles versuchen. Mhm. Er möchte natürlich jedes Match gewinnen, aber ich glaube trotzdem, dass MVP und Sheamus hier als Sieger vom Feld gehen. Da gehe ich, geh ich jetzt mal gegen und sage einfach quasi, dass die beiden sich das mal holen, einfach damit einer mal gegentippt. Und weil Finn Balor auch so on a row ist. Die Row wurde gestoppt und Alicia Fox war auch so on a row. Ja, gut, das stimmt. Bis vor 3 Wochen. Also ich bin sehr gespannt, wirklich. Wer kann hier den Schwung mitnehmen? Finn Balor oder MVP? Sheamus! Und Sheamus
pinnt sogar Barlow. Und es ist tatsächlich wieder Sheamus, der Finn Barlow hier pinnt. Ist der sein Kryptonit? Wow! Nicht schlecht. MVP nimmt Schwung mit nach Payback und holt sich den Sieg hier über Team Barlow quasi. Hui, also MVP hat jetzt in den letzten zwei Wochen dann doch nochmal klare Ansagen an Barlow geschickt und zeigt hier wirklich, dass er dann doch mit Barlow mithalten kann, obwohl er ihn gar nicht gepinnt hat. Aber das ist psychological. Die Nachrichten gingen zwar über Sheamus, aber sie werden sicherlich ihre Wirkung auf Barlow haben. Und wer weiß, wer weiß. Vielleicht kann so MVP den Upset machen. Ja, wer weiß, wer bei Payback auftaucht. Vielleicht hat MVP am Pack mit Sheamus, ich weiß es nicht. Ja. Schauen wir mal. Wer weiß. Genau, und ich würde sagen, dann können wir auch zum nächsten Match. Nächsten Match kommen auf der Card. Und zwar, das nächste Match auf der Card, Daniel, du kannst es gerne schon einblenden, ist Curtis Axel gegen John Bradshaw Layfield, den Number One Contender auf dem Intercontinental Title. Ja, letzte Woche Tommy End returned nach zwei Wochen Abstinenz. Seine Verletzung auskuriert nach Extreme Rules. Und ja, eine Woche vor Payback muss dann auch sich der Number One Contender nochmal beweisen. In einem Match gegen Curtis Axel. Und ich bin mir sicher, Tommy End wird sich das angucken. Jo. Und trotzdem glaube ich, dass JBA dieses Match gewinnt. Jo. Und dann Tommy End trotzdem eine Nachricht schickt. Ey, nachdem du letzte Woche solche Sachen über mich gesagt hast, ich bin trotzdem gefährlich und nehme mich nicht auf die leichte Schulter, Kollege. Von daher gehe ich hier einfach mal davon aus, dass JBL Curtis Axel schlagen wird. Curtis Axel, auch wir haben mit einem sehr bekannten Vater. Ja, Mr. Perfect. Curtis Axel ja auch former Intercontinental Champion. Jo. Und wir haben gesehen, was mit Shelton Benjamin passiert ist, der JBL geschlagen hat. Der ist in Number One Contender Match gekommen. Also wenn Curtis Axel hier JBL schlagen kann, könnte das für die Zukunft vielleicht auch was für Curtis Axel rausspringen. Wäre zwar schön für Curtis Axel, aber ich muss sagen, ich glaube, dass JBL hier Schwung mitnimmt. Das denke ich aber auch. Wäre wieder eine Überraschung. Ja. Die dritte Überraschung haben wir. Aber ich gehe mit JBL. Ja. Er wird Curtis Axel in die Hölle clothesline. Genau. Gucken wir mal, es gewinnt. Curtis Axel! Okay, und Curtis Axel schlägt JBL. Titel dieses Parts, Show der Überraschung. Daniel, ich glaube, du musst wieder bei OBS mal gucken, weil du warst wieder ein Ticken voraus. Ja, aber ich habe es gerade nur im Fernsehen gesehen, deswegen habe ich gerade so... Alte Fresse. Ja, JBL verliert hier, Curtis Axel geht hier mit völliger Ekstase aus dem Ring Richtung Backstage-Bereich. Der feiert News, sich nix. Ja, der ich glaube, der feiert sich die nächsten zwei Wochen, bis die erste Roadshow nach Payback wieder da ist. Gleich ein Gesetz, er hat den Number One Contender geholt. Er hat ihn nicht geholt, er geschlagen. Hat den Number One Contender geschlagen. Ja. Geschlagen. Richtig. Und was das heißt, also damit ist er wirklich diese Leiter, diese Tabelle, hat er da einen riesigen Sprung gemacht. Er meldet sich an für den Titel. Ja, und die schlechten Nachrichten für JBL reißen nicht ab, denn Curtis Axel gerade im Backstage-Bereich, da ertönt auch schon die Musik von Tommy End, der macht sich langsam auf den Weg zum Ring, JBL noch auf dem Boden, zieht sich langsam an den Seilen hoch. Es gibt ein Face-Off zwischen beiden und Tommy End hebt den Intercontinental-Title über seinen Kopf und zeigt hier JBL, ich bin hier der Mann im Haus und du wirst keine Chance gegen mich haben. Ja, und JBL wartet nicht lange, gibt ihnen einen Schlag ins Gesicht, ein wilder Brawl zwischen beiden entsteht und auf einmal gibt's hier den Veteran JBL dann doch wieder, obwohl er ein Match gegen Curtis Axel hatte, was er verloren hat, aber JBL mit einem harten Tritt in den Brustkorb gegen Tommy End und das sah gar nicht gut aus, denn Tommy Ends alte Verletzung scheint wieder aufgebrochen zu sein. Er hält sich hier stark den Brustkorb. Er winselt quasi vor Schmerz. Und während JBL über ihn steht und die Hand hebt, müssen wir auch schon das Medical Personal hier quasi rausholen und uns mal anschauen, ob es dem Tommy End gut geht, weil der wendet sich wirklich hier in Schmerz. Und JBL guckt sich da nochmal, während er seine Hand hochregt, denkt er sich, Moment mal eben, er holt sich nochmal den Intercontinental-Title
und streckt auch den in die Luft, hämisch der Geste gegenüber, die Tommy End noch vor wenigen Augenblicken vor ihm gezeigt hat. Und das ist mal ein perfider Plan von einem Veteran, der weiß, wie man Championships gewinnt. Ja, selbst wenn er hier gegen Curtis Axel verloren hat, auch noch ein Match in den Knochen hat, er ist dieser Veteran, er ist erfahren und konnte hier sogar noch in diesem Brawl Tommy End wieder seine, quasi wieder was reinwürgen. Und das ist dieser JBL. Ausweisen. Ja, das ist wieder dieser typische JBL. Nach einer Niederlage kommt wieder. Er kommt wieder. Ja, er kommt immer wieder. Wie so ein. Wie ein Kaugummi klebt er am Fuß von Tommy End oder so. Und lässt einfach nicht los. Ja, wir dürfen aber auch nicht vergessen, Tommy End, der weiß auch mit. Der weiß auch wieder aufzustehen. Der hat ja auch schon mit dieser Brust. Aber er hat diesmal keine 2 Wochen. Sich zu erholen. In 6 Tagen ist Payback. Und letztendlich müssen wir sagen, klar hat Curtis Axel gegen JBL gewonnen, aber darüber spricht ja jetzt keiner mehr. Alle werden darüber sprechen, schafft es Tommy End verletzungsfrei rechtzeitig überhaupt zu Payback und seinen Titel zu verteidigen? Ja. Weil das sah nicht gut aus. Waren die 2 Wochen doch zu wenig? Ja. Also wir müssen ganz ehrlich, wir müssen sagen, die Docs haben Tommy End die Freigabe gegeben. Wir haben uns informiert. An uns kann da nichts haften. Tommy End hat die Ringfreigabe gehabt und die gleiche. JBL denkt sich aber so, nö, die Verletzung scheint, glaube ich, doch noch nicht auskuriert zu sein. Aber er war ja auch schon mit der Verletzung im letzten Monat im Titelmatch und hat es auch gewonnen. Also. Aber nicht so stark. Das stimmt. Wie lange wollen wir quasi diese Verletzung noch unter Druck setzen? Irgendwann wird es ja irgendwann ist wird es auch immer schlimmer. Abbrechen. Ja, weißt du, und dann wird es noch so eine chronische Verletzung, es zieht weiter, reißt weiter auf, keine Ahnung, wird immer schlimmer. Was wir natürlich nicht hoffen wollen. Ja, und dann müssen wir irgendwann einen Strich setzen und sagen, Tommy, du bist nicht mehr in der Lage, quasi anzutreten. Wir müssen dich jetzt in Schutz nehmen vor dich selbst, quasi. Aber ich hoffe, dass wir nicht diesen Schritt machen müssen. Das hoffe ich auch nicht. Er ist der Fighter, er hat ein Löwenherz. Von daher, seid euch sicher, Tommy End wird bei Payback antreten und Tommy End wird bei Payback nicht kampflos seinen Undisputed Intercontinental Title abgeben. Genau. Ja. Er ist ein Krieger, wir haben es alle gesehen, von daher. Auch wenn er jetzt hier in den Trainer Room, in den Dog Room gebracht wird, Backstage, der wird's packen. Wenn einer es packt, dann Tommy End. Ja. Und was Kurt Lexe noch macht, das werden wir auch irgendwann sehen. So, aber auf zum nächsten Match. Ich würde sagen, Co-Main Event, ne? Kuba, du darfst die Ehre haben. Ah, dankeschön. Und zwar ist dies ein, glaube ich, hatten wir so eine Matchart jemals? Bei uns bei Raw noch nicht. Ja, in Raw, First Time Raw Premiere, Free, a Six-Man Tag Team Match, Free vs. Free. Und zwar ist es die Wyatt Family bestehend aus Strowman, Rowan und Harper gegen Neville und The Ascension. Und sie haben natürlich auch ihren Mentor Wyatt an ihrer Seite, auch wenn es man hier nicht sehen kann. Wieder Imaginary. Imaginary. Wir können keine 4 Leute quasi in ein Team booken, weil 2K das noch nicht hat. Aber nächstes Jahr bei den ganzen Real-Life-Stables, die da mittlerweile rumlaufen. Ja, vor allem 4-Way-Stables. Genau. Mhm. Sollte das nächstes Jahr, glaube ich, kein Problem sein, dass 2K das entwickeln wird. Also 2K, nächstes Jahr wollen wir 4 Leute in ein Team booken können. Jo. Wyatt natürlich, der wird nicht seine Brüder, seine Gefolgsleute alleine antreten lassen. Der wird sich das in seinem Rocking Chair, in seinem Schaukelstuhl angucken. Ja, ja. Und Neville ja noch letzte Woche gegen Strowman angetreten, das Match verloren. Der hat sich dann jetzt hier mal alte Bekannte dazu geholt, die Ascension. Genau. Die kennt er beide noch sehr, sehr gut aus alten NXT-Zeiten, wo beide Teams, beziehungsweise die Ascension und er, als Champions auch NXT dominiert haben. Er als NXT World Champ, beziehungsweise als NXT Champion und die Ascension als NXT Tag Team Champions. Ist er nicht sogar der längste NXT Champion? Ja, Neville ist der längste amtierende NXT Champion. Von daher holt er sich Hilfe von alten Bekannten. Die Ascension haben eingewilligt und ja, treten hier gegen absolute Monster an. Ich meine, Connor ist schon ein Monster, aber wenn ich mir dann Rowan, Harper und Strowman angucke, sieht Connor auch noch ein bisschen aus wie so ein kleines Schulkind. Ja, echt. Von daher denke ich auch, mit Wyatt an der Seite wird die Family hier keine Schwäche zeigen und Neville und die Ascension hier die Grenzen aufweisen. Für die Ascension ist es natürlich eine große Chance, nachdem sie ja quasi nicht gut aussahen,
Bei der Tag-Team-Title-Fehde, wo sie die Chance hatten, die Number-One-Contender zu werden. Wurden sie ziemlich eindeutig von Chad Gable und Jason Jordan besiegt in zwei Genau. Matches. Wir haben quasi nicht das Rubber-Match bekommen, sondern in One-on-One-Matches beide klar besiegt. Aber vielleicht agieren sie als Team mit noch einem Partner, vielleicht deutlich besser. Ja. Trotzdem glaube ich aber nicht, dass sie Nee. diese Nee. Macht, Ja. diese Urgewalt der Wyatt Diese Family hier uneingeschränkte stoppen können. Macht quasi, nachdem Strowman schon gegen Neville gewonnen hat und Harper einen super schönen Main Event letzte Woche gezeigt Und hat. Rowan Batista Ja. geschlagen hat in der ersten Ro Raw-Show. Eric Rowan hat Batista geschlagen. Was ja immer noch die Das Überraschung für mich des letzten Monats war. sind drei Monster und ich glaube nicht, dass sie sich jetzt noch von irgendwas aufhalten lassen. Ich glaube auch So, nicht. und so wie die Show verläuft, Gewinnt jetzt Neville und die Ascension. gewinnt Neville und die Ascension, aber ich gehe ja trotzdem ganz klipp und klar mit der Wyatt Family und die Auf werden jeden das Ding hier Fall. nach Hause Ja, die werden. schaukeln. Im Schaukelstuhl. Aber ja, das wird die Wyatts mit ihrer Kraft wohl holen. Und wollt ihr mich verarschen? Ich wollte gerade sagen, als Scherz, Neville pinnt Strowman, wollte ich gerade als Scherz sagen. Vor allem Wollte wie er ich Strowman. gerade als scheiß Scherz sagen, dass Neville Strowman pinnt, lol. Lol, 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 wollte ich sagen. What the fuck, Wie Alter, die vor. Show der Troll, das ist eine Troll-Show, Alter, das ist. Ja. Wie er Strowman pinnt, der ihn geschlagen hat. What the Ja, meine fuck? Damen und Herren, die Ascension hier. Es ging nicht anders. Die Ascension cleared Eric Rowan und Luke Harper vom Apron. Wyatt guckt nach den beiden, sieht gar nicht mehr, was im Ring passiert. Es kommt der Fall of Man. Neville ist aber der berechtigte Mann im Ring, der offizielle Mann im Ring. Es kommt der Fall of Man, der Red Arrow. Und Strowman wird gepinnt und kann erst kurz nach dem Three Count auskicken. Neville und die Ascension hier mit dem absoluten Upset hier gegen die Wyatt Family. Was ist das für eine Unglaublich. Show, Alter? Und Braun Strowman wird von Neville gepinnt, der sich die Rache holt. Und das ist Ja. mal die maximale Trollshow. Naja. Unglaublich. Ja, das Show, ist mal Show. eine Ansage. Ja, Neville und die Ascension setzen hier ein dickes Zeichen denn Richtung ihr habt alle. ja, wir haben ja erklärt, das sind deutliche Monster hier. Ja. Also krasse Monster und Mehr jetzt. Over konnten wir die Family nicht bringen. Jo. Weißt du, und dann ist wirklich hier David gegen Goliath und der Stein trifft. Ja. Letztendlich ist es aber weniger schlimm. Letztendlich ist es nur eine Match-Niederlage. Denn nach dem Match, nachdem die Glocke ertönt, hört auch Wyatt das und denkt sich, warum ertönt Nevilles Theme? Wyatt in den Ring, Rowan und Harper gehen auch in den Ring. Und dann geht's gegen Neville, die Ascension kommt zur Hilfe, aber werden dann auch von Rowan Harper und Strowman auseinandergefertigt, aus dem Ring geworfen. Harper und Rowan kümmern sich um die Ascension außerhalb des Rings. Strowman choked Neville, übergibt ihn quasi noch an seiner Schulter, an die nächste Schulter vom Patrioten der Wyatt Family, an Bray Wyatt. Es folgt die Sister Abigail und letztendlich kommen dann auch noch Harper und Rowan in den Ring. Steht dann doch wieder die Wyatt Family triumphierend über Neville und die Ascension liegt außerhalb des Rings ausgenockt. Und am Ende muss man dann doch sagen, legt euch nicht mit Monstern an. Ja, echt Ja. so. Denn Ne, es war schon ein bisschen glücklich. Monster sind real. Ja, Monster sind real auf jeden Fall bei der Wyatt Family. Und wie wir es schon so bei vielen gesehen hat, wird Neville auch noch schön rausgetragen. Um den, keine Ahnung, den essen sie auch noch. Wahrscheinlich essen sie Neville auch noch, Ja, wer seine weiß das Knochen leben schon. Jerichos. Aber vielleicht ist er auch schnell genug, um der Wyatt Family quasi zu entkommen. Schnell ist er ja, wissen wir ja. Von daher können wir dann dieses Segment quasi abhaken. Wir zeigen noch nicht den Main Event, Ah, denn ich guck nochmal drüber, warte. vorher, ja, vorher gibt's noch eine schöne Promo und zwar ertönt eine Theme, und zwar die Theme eures geliebten, eures unbesiegbaren WWE Champions, Daniel Bryan. Er. Daniel Bryan, Während die Leute Yes, Yes, Yes chanten, kommt Bryan zum Ring und feiert mit den Guys, aber
Man merkt schon, es ist eine gemischte Reaktion. Manche sind skeptisch und lassen es bleiben. Man sieht, es ist eher eine geteilte Crowd, denn es hat sich ja viel herumgesprochen, dass Brian ja eigentlich ein guter und fairer Sportsmann ist, aber sich dann halt quasi mit uns zusammenschließt. Und das möchte Brian nämlich ansprechen, denn viele haben gefordert, dass er auf die Fragen der Fans quasi Antworten bringt, wieso er jetzt quasi mit uns zusammenworkt. Letztendlich, Cooper, behalt dein Wort mal im Mund. Letztendlich, Cooper, müssen wir aber sagen, ne, die Internet-Guys, die wollen halt immer irgendwas reinbringen. Offiziell ist ja gar nichts passiert. Daniel Bryan hat offiziell überhaupt sich nichts zu Schulden kommen lassen. Backstage kann man nur mutmaßen, was passiert oder was nicht passiert. Von daher sind das alles nur Gerüchte in die Welt gestreut. Daniel Bryan ist unumstrittener WWE Champion und immer noch ein großer Publikumsliebling. Wie du es schon gesagt hast, es gab die Yes Chance. Es ist ein bisschen gemischt, aber er hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen. Von daher hat die Crowd ja nichts gegen ihn in der Hand. Genau. Er nimmt sich nämlich das Mic und spricht natürlich erstmal an. Ja, hallo meine lieben Freunde. Es ist wirklich schön, hier zu sein und euch als mein Champion zu vertreten. Und ja, ihr redet jetzt alle, was ist denn jetzt mit Kopa, was ist mit Jungen, wieso bin ich denn jetzt unter den Flaggen? Das ist jetzt egal. Auf das möchte ich jetzt nicht ansprechen. Ich möchte über Eddie reden. Mein Gegner bei Payback. Ja, Eddie, ich habe ihn immer gemocht. Er ist ein guter, also jetzt nicht der fairste Sportsmann, aber er ist ein wirklich guter Mann. Für mich auch einer meiner Idole. Und ich freue mich wirklich auf unser Match bei Payback. Und ich bin mir sicher, dass es dort super und fair verlaufen wird. Und deswegen möchte ich beim nächsten Match, ich weiß schon, was kommt, werde ich gerne an die Ringseite gehen und zuschauen und quasi mich begeistern lassen. Und wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Es ist wirklich schön, der Champion zu sein und euch vertreten zu dürfen. Dankeschön. Daniel Bryan lobt hier Eddie Guerrero in den Himmel, sein Herausforderer auf den WWE-Title bei Payback. Ja, ein großes Idol sicherlich. Das kauft man ihn ab. Und er setzt sich ringside. Und damit steht dann auch schon der Main Event. Denn wir haben nämlich die ganze Zeit gemerkt, außerhalb des Rings, Ist jemand vom letzten Match geblieben? da haben sich ein paar Leute nicht wegbewegt. Denn die Wyatt Family war außerhalb des Rings, hat sich das alles angeguckt mit Daniel Bryan. Bray Wyatt dann auch so ein bisschen Richtung Daniel Bryan geguckt, hat dann auch so vielleicht schon ein bisschen auf den WWE-Title geschielt. Aber vorerst gibt es dann den Main Event dieser heutigen Raw Show, den wir uns auch angucken werden. Und zwar ist dieser Main Event Bray Wyatt gegen Eddie Guerrero. Viva la raza, Latino Heat. Bray Wyatt, natürlich mit der ganzen Wyatt Family, haben wir jetzt nur Luke Harper angegeben, Ja. aber natürlich mit der ganzen Family. Und das Match schauen wir uns auch an. Ja, ist natürlich Genau schade, wie dass wir jetzt Brian. nicht. Ja, erzähl. Natürlich genau wie Brian, logisch. Ist natürlich schade, dass jetzt nicht alle drei am Ring sind der Family, aber ihr müsst euch das einfach dazu denken. Rein praktisch kann nur Luke Harper eingreifen. Und schwere Aufgabe für Eddie Guerrero, aber er ist ja Number One Contender auf dem World Title. Und das muss er jetzt auch beweisen, dass er zu Recht Number One Contender auf dem World Title ist. Und hiermit im One-on-One-Match gegen Bray Wyatt, wo kann man es denn besser machen als über einen Sieg gegen Bray Wyatt? Und es wäre ein schlechter Abend für die Family. Und bei der Show, wo so vieles Verrücktes passiert ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Eddie eine kleine Chance hat. Aber trotzdem gehe ich hier ganz klar mit Mit den Eater Brad. of Worlds, mit Bray Wyatt. Der wird Genau. sich in Washington DC den Sieg über Eddie Guerrero holen. Und Genau. am besten überspringst den Entrance von Bray Wyatt, weil der sitzt ja schon am Ring. Jo. Ja. Dann sagen wir einfach so, also Eddie hat ja schon gegen Kane verloren in der zweiten Woche, war das, glaube ich. Ja. Und Lässt sich dann noch wird im auch, Ring feiern. wenn das eine Monster schon schafft, dann wird das größere Monster es auf jeden Fall schaffen. Eddie ist bei weitem kein schlechter Wrestler, er ist wirklich ein Idol, eine Ikone und ein talentierter Mann, aber Bray Wyatt ist einfach The Eater of Worlds, the new face of here. Ich bin mir sicher, dass er hier mit seiner Wyatt Family an der Seite dieses Match gewinnen wird. Jo, sehe ich auch so.
Da gehe ich auch von aus. Das wäre eine große Überraschung. Aber Eddie Guerrero ist nicht umsonst Number One Contender, also man muss ihn ernst nehmen. Ja, wobei ich ja sagen muss, nach der Show heute überrascht mich gar nichts mehr. Schöner, nee, mich auch nicht. Schöner Russian Leg Sweep hier von Eddie Guerrero gegen Bray Wyatt. Aber er muss dann ja auch noch an der Wyatt Family vorbeikommen. Es ist nicht nur Wyatt. Und wir wissen alle, wie die zusammen zu viert im Team agieren können. Von daher, Eddie Guerrero hat momentan keinen. Wird Daniel Bryan ihm vielleicht helfen? Man weiß es nicht. Wird Bryan sich noch kurz vor Payback in solch eine Situation begeben, in der er gegen die Monster antreten will? Ich bezweifle das ganz stark als Champion. Von daher gehe ich hier einfach mal davon aus, dass Bray Wyatt das Ding nach Hause schaukelt. Und da gibt es auch eine schöne krachende Clothesline nach dem Irish Whip. Schöner Soccer-Kick in den Rücken. Und Eddie Guerrero ist schon früh, früh, früh in Bedrängnis. Das sind einfach Moves, die bleiben einfach, Die die sind so sitzen. nachhaltig. Schafft sie aber nochmal zu kontern. Ja, Und. er wird jetzt nicht komplett das ganze Match dann über kaputt sein. Oh, Und jo! Täterweb Ui! Power Slam von Eddie Guerrero gegen Bray Wyatt. Dass ich das nochmal Muss man sehen mal darf, schaffen. meine Damen und Herren. Ja. Wow. Muss man auch schaffen, so ein Move. Bray Wyatt ist hier mit dem Eye-Rake. Und er holt ihn in den Ring. Und jetzt gibt es hier den Pump-Handed-Slam, so wie es ausschaut. Ja. Pump Schöner Slam. Pump-Handed-Slam. Okay, und. Ich habe gedacht, er will aufs Top-Rope oder so. Ja, dachte ich auch kurz. Und da gibt es einen schönen, ja, Knee-Breaker, keine Ahnung. Ja, sagen wir mal Kneebreaker. Haut hier Eddie Guerreros Knee mit voller Wucht in den Ring. Oder auf den Ring, auf den Holzring. Und Eddie Guerrero, schöner, Oh. oh, schöner Gutbuster? Gutbuster, ja. Gutbuster. Schöne, innovative Ui, Ausführung. du ziehst ihm die Beine weg, der Break. Und da gibt es quasi den Page-Turner von Bray Wyatt. Genau. Hat er sich bei seiner guten Kollegin abgeguckt, die damals ja auch bei NXT mit ihm zusammen ja, NXT groß gemacht hat, würde ich sagen. Und jetzt gibt es hier krachende Schläge gegen Eddie Guerrero. Der kann sich aber immer wieder irgendwie wehren. Jo, irgendwie, aber da. Aber Bray Wyatt kontert hier mit schöner Boah, Float-Over DDT. DDT. Stark von Bray Wyatt. Also man merkt schon, trotz seiner Masse, und das ist das Krasse, vor allem an Harper und Wyatt, weil beide sind ja groß und kräftig, Jo. die sind technisch so versiert im Ring, Jo, so das ist der beweglich. Wahnsinn. Das ist krass. Technisch versiert, beweglich und können auch. 300, über 300 Pfund Jo. beide oder knapp Klar. 300 Pfund und trotzdem so technisch und Ja. schnell im Ring. Alle der Wyatt Family sind ja schnell im Ring. Gut, Strowman ist mehr Ja, so die Strowman. Wand, aber Ja, da prallt, fühlt jeder ab. Strowman eher weniger, aber. Strowman ist die mobile Festung oder so. Genau. Von daher machen das seine Tag-Team-Partner schon oder seine Stable-Partner alles ganz gut weg. Der Tree of Woe, und da gibt es hier die Boah. Tritte und die Choke. Chokes gegen Eddie Guerrero. Und Eddie Guerrero, so langsam gewinnt Bray Riot. Wyatt dann doch die Überhand. Bryant ist auch geil, ne? Eine Fusion aus Daniel Riot. Bryan und Bray Wyatt. Oh, da sieht noch der Senton. Sand aus. Ja, Da gibt es die das Run in Sand. Nicht gut krachend für den Sand. Brustkorb für Eddie Guerrero. Und da gibt es auch Cover. das erste Cover, das Cover One, von Bray Wyatt. two, Two, nein. aber Kick-Out Sagen von wir mal Eddie. so, ständig gechoked und jetzt auch die Sentin drauf, also dem Ja. Eddie geht langsam die Luft aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber schöne Schläge jetzt hier gegen Bray Wyatt. Der liegt dann jetzt so in den Seilen. Eddie Guerrero hier mit einer schönen Schlagkombination. Dann Was hat kann er er jetzt mal denn einen Move vor? durchbringen. Das sieht gut Ja, aus. Schöner Neckbreaker. Neckbreaker. Luke Harper da außerhalb des Rings mit der Wyatt Family gucken gerade ein bisschen stutzig. Kann Eddie Guerrero nochmal in dieses Match Hält reinfinden? sich aber noch raus. Bis jetzt noch nichts Soccer-Kick? gekommen von Nee. ihm. Ja, die Family vertraut natürlich ihrem Patrioten. Schöner Legbreaker hier auch gerade von Eddie Guerrero. Tolle Variante. Und Bray Wyatt steht, ist ein bisschen benommen, aber da gibt es schon wieder den Irish Whip. Und Ja, jetzt und wird's tschüss. gefährlich für Eddie Guerrero außerhalb des Rings. Aber Bray Wyatt gibt noch keine Anweisung und die Wyatt Family hält sich da auch noch weg von Eddie Guerrero. Also man merkt schon, Wyatt hat wirklich Kontrolle. Aber jetzt gibt es hier den Oh, Dragon jetzt. Sleep Takedown. Sagen wir mal so, ich glaube, Wyatt ist sich da schon ein bisschen sicher, dass er die Hilfe nicht braucht von seiner Family. Danke. Aber Eddie Guerrero findet hier so langsam doch nochmal einen Weg ins Match. Also er konnte jetzt schon ein, zwei Aktionen durchbringen. Muss man ihm ja zugestehen. Jetzt ist auch wieder alles im Ring. Also die Family hat nicht eingegriffen, wie wir gesehen Ja. haben. Oh, Schöner DDT. DDT, kurz gezogen. Im Knien quasi von Wyatt. Und jetzt haut er seinen Kopf auf den Geht Boden. gegen den Kopf. Okay, und das scheint Eddie Guerreros Moment hier zu sein im Match. Bray Wyatt ist gerade in Da Gefahr. geht der Move Eddie wieder gegen Guerrero den ist Kopf. auch der Nee. Number One Contender. Oh, Das das sind doch sind die. Tres Amigos von Eddie Guerrero. Tres Amigos. Oh, sí. Und Eddie Guerrero scheint hier jetzt wirklich richtig Bock zu haben. Jo. Schöne kommen ja. Und Was ist dann hier los? Wyatt schon Oder.
Dann geht's schon los. Was machen die da? Dann geht's schon los. Harper lenkt den Ringrichter ab, indem er das Turnbuckle entfernen will. Und somit wird das Cover nicht gezählt. Und jetzt lenkt Harper Eddie Guerrero ab. Yo, Da kommt wirklich die Arbeit der Wyatt-Familie zu. Das war schon fast ein Choke-Suplex. Keine Ahnung, was das war. Ja, Eddie kontert wieder. Aber Eddie kontert wieder, ja. Eddie ist stark drauf gerade. Aber float open. DDT. Reverse. Harper steht wieder am Apron, lenkt da wieder den Ringrichter ein bisschen, aber er sollte ja nicht übertreiben. Ja, sonst wird er rausgeschickt. Wyatt, aber Eddie Guerrero da, wo er ihn haben wollte, setzt ihn in die Ringecke, aber Eddie gefällt mir in dem Match richtig, richtig gut. Er schlägt sich echt richtig gut. War die Press von Eddie Guerrero. Er schlägt sich. Oh, jetzt sollte er da aber nicht stehen. Wyatt aber noch ausgenockt von diesem angeflogenen Eddie Guerrero. Natürlich, wir dürfen Eddie nicht unterschätzen, ist eine Legende, ne? Was kann Bray Wyatt noch alles einstecken? Die Tres Amigos hat er eingesteckt, er hat viel gegen den Kopf eingesteckt. Kommt jetzt vielleicht Gory Special irgendwas? Na, Irish Whip von Eddie Guerrero. Wyatt. Jetzt raus. Aber direkt zu Luke Harper. Der hebt ihn auf. Der hilft ihm hoch. Eddie schlägt aber zu, aber Harper will nicht eingreifen. Er möchte nicht riskieren, dass er weggebracht wird. Und das könnte jetzt der Turning Point sein. Ja, der hilft hier wirklich Wyatt schnell genug hoch, aber... Guerrero geht in die Steel Steps, aber kann Wyatt dann wieder kontern? Aber hat, glaube ich, gerade kurz überlegt, der ist grinst zu Eddie. Aber der hat dann gesehen, der Ringrichter guckt auf mich. Wyatt liegt da schon gefährlich lange auf dem Boden. Jetzt lässt er sich wieder ablenken, Eddie Guerrero. Und das wird jetzt... das wird ihm teuer zu stehen gekommen. Schöner Konter, das sollte ein Gut-Wrench Power Slam werden, aber toller Konter von Eddie Guerrero. Da zeigt sich einfach sein überragende Technik. Nein, Konter von Bray Wyatt, der kann den Kick abhalten. Und jetzt gibt's ja Submission. Boston Crab, Single Boston Crab. Ja. Single. Von Bray Wyatt gegen Eddie Guerrero. Single oder Half Boston Crab. Wyatt ist schon gut hier auf die Beine gegangen, muss man sagen. Kommt aber raus. Er will sein Tempo nehmen, aber Guerrero kommt raus. Der gute Eddie, aber jetzt Konter von Wyatt. Na, aber da kommt Eddie Guerrero wieder mit Gutbuster. Aber man merkt schon, die Beine, es war aufs Bein, aufs Knie. Die Beine ist angeschlagen von Guerrero. Von dem guten Eddie. Und hier jetzt aber auch der Legbreaker von Eddie Guerrero. Guerrero schlägt sich echt gut, weil, sagen wir mal, was ist, wenn Luke Harper nicht gewesen wäre, um ihn schon abzulenken. Voll. Okay, und Eddie Guerrero, bisschen verwirrt, greift eins und was hat Wyatt vor? Das sah für mich aus. Ui. Und T-Bone Power Slam von Wyatt. Kleiner Schwächeanfall. One, two. Two Count, aber toller Move von Wyatt, noch nie gesehen. Ja. T-Bone Power Slam. Das sah echt gut aus, aber das war auch vor diesem Move war irgendwie, sah für mich aus wie ein kleiner Schwächeanfall von Eddie irgendwie, ich weiß nicht. Man merkt aber, dass Wyatt hier schon viel mehr zeigen muss. Ja, es kostet halt schon Kraft, so ist er nicht. Ja, schon fast ein Stunner. Quasi der 305 oder der Little Jimmy, wie er Truthy genannt hat, Schulter als. Ja, Facebreaker. Was kommt jetzt? Powerbomb? Powerbomb! Boah, Sit-Down Powerbomb. Alter Schwede, El Guerrero zeigt hier wirklich, dass er absolut zu Recht der Number One Contender ist. Jetzt fragen sich, alle Leute haben sich gefragt, warum Eddie als Number One Contender? Ja, da seht ihr es. Bray Wyatt wirklich in Gefahr hier. Und auch die Wyatt-Familie merkt langsam, nicht nur Running Power Slam. Komm schon, Frog Splash oder so. Eddie ist on fire und dann muss Luke Harper ihn wieder ablenken. Wieder ist Luke Harper zu schauen. Sich Bray Wyatt erholen kann. Das angucken, der Referee. Dann schaut sich der Referee das noch ab, aber Wyatt ist nicht rechtzeitig oben und kann Eddie diesmal nicht von hinten angreifen. Ja. Und da gibt's Ellenbogen in den Rücken, man merkt schon, Wyatt außer Kraft langsam. Aber genug Kraft, um hier diesen Konter und nochmal den Single Boston. Single Leg Boston Crab. Ja, und wieder der Konter. Er war sehr früh diesmal raus. Und wieder liegt Wyatt auf dem Boden und wieder ist Eddie im Eddie ist on fire, egal wie viel der Luke Harper tut. Ja. Eddie ist on fire. Wieder die Powerbombs. Wieder die Sit-Out-Powerbomb. Holy fuck! Sit-Out-Powerbomb natürlich. Nee, was? Stuhl. Luke Harper hat keinen Bock mehr. Wir nehmen den Stuhl. Ja. Frog Splash. Jetzt Eddie Guerrero hier doch ganz klar zum Frog Splash an. Bray Wyatt liegt perfekt im Ring nach zwei Sit-Out-Powerbombs. Und kommt er? Und Eddie Guerrero. Cover hinterher. Gefährlich. One, two. Was? Das wäre 2,999 oder so. Sehr knapp. Und jetzt gefährlich für Eddie Guerrero. Weil jetzt stand Bray Wyatt schon auf den Knien. Und jetzt kommt Bray Wyatt. Hier. Was ist das? Das wird der Gutbuster,
Schöner Gutbuster von Bray Wyatt. Und jetzt kann er es jetzt ausnutzen. Kann er Eddie Guerrero jetzt endlich quasi unten halten? Kann er sein Momentum stoppen? Kann er endlich mal selber wieder Momentum überhaupt bekommen und dieses Match finden? Und das sieht nach dem Uranage aus. Das ist der Uranage. Und das gibt auch das Cover. Das kann es schon für Eddie sein. Nein. Eddie Guerrero. Aber jetzt muss Eddie Guerrero aufpassen, weil jetzt kann es jederzeit die Sister Abigail kommen. Ja. Aber unglaublich, wie Eddie hier wirklich sich ständig immer wieder zurückkämpft. Oh, da ist sie schon. Wir haben sie gerade angesprochen. Es gibt den Kuss auf die Stirn. Und da kommt jetzt muss er auf Roadbreak achten. Jetzt muss der Wyatt auf Roadbreak achten. Aber Wyatt zusammengebrochen. Und das könnte die Zeit sein, die Eddie Guerrero jetzt noch zum Kickout. Nein. Das sah mir aber auch schon stark nach Roadbreak aus. Das ist kein Roadbreak. Es war sehr knapp, aber es war kein Roadbreak. Sehr klar noch nicht unterm Seil. Von daher, da zeigt es sich aber auch, Eddie Guerrero hat eigentlich große Teile dieses Matches dominiert. Aber am Ende gewinnt dann doch die Kraft. Ja, mit Bray Wyatt und Sister Abigail. Man kann jetzt aber auch zu Recht sagen, dass Luke Harper hier wirklich viel quasi Einfluss genommen hat auf den Ausgang dieses Matches. Ich glaube aber auch fast, dass Eddie dann irgendwann die Kraft ausgegangen ist. Ja, das glaube ich auch. Er hat Bray Wyatt einfach nicht. Der 2,9999 Count. Wenn der durchgegangen wäre, aber danach gab es dann diesen Turning Point, er hat sich von Harper ablenken lassen, Wyatt stand schon fast wieder und konnte Eddie dann direkt gleich angreifen. Ja. Aber wichtige Erkenntnis, Eddie Guerrero ist hier gegen keinen schlechten angetreten, gegen einen sehr starken Gegner. Aber wichtige Erkenntnis, Eddie Guerrero, und da zeigt Cooper schon, das könnte der Turning Point da gewesen sein auch. Ja. Obwohl er noch den Elbow Drop danach gezeigt hat. Aber dieser kurze Schwächeanfall, irgendwas, hier hat Eddie Guerrero irgendeinen Move nicht ganz sauber abbekommen. Irgendwas an Kopf, Richtung Kopfverletzung, ist es nicht. Sagen wir mal so, Eddie hat jetzt zwar zweimal verloren, aber in diesem Match hat er es gezeigt, dass er zu Recht der Number One Contender ist, dass er wirklich sehr viel geben kann. Er hat wirklich, in einer Phase hat er wirklich so viele Moves auf Wyatt ausgelassen. Da hatte ich schon gedacht, da hat er das Match gewonnen. Obwohl Wyatt hier, da sehen wir es ganz klar, die Arme sind nicht unter dem Bottom Rope. Ja. Von daher ist Bray Wyatt hier, der Sieger mit seiner Wyatt-Family, die außerhalb des Rings feiern. Nur noch Luke Harper da, Strowman und Rowan haben sich schon gedacht, ey, wir sind uns sicher, der geht als Sieger vom Platz. Gehen wir schon mal in den Backstage-Bereich. Gehen wir schon mal feiern und... Da lacht er, da grinst er, der gute Bray. Und Daniel Bryan, nachdem Bray Wyatt und die Wyatt-Family langsam den Ring verlassen und Eddie Guerrero im Ring noch liegt, geht Daniel Bryan in den Ring, hilft Eddie Guerrero hoch, der sichtlich angeschlagen ist, ein langes, hartes Match hatte, schüttelt seine Hand, streckt seinen Arm nach oben und zeigt ja eine sehr faire Geste gegenüber Eddie Guerrero. Ja. Und somit sehr respektvoll, Bryan, muss man sagen. Und somit können wir uns, glaube ich, auf ein sehr faires und tolles, vor allem nach diesem Match, World-Title-Match, WWE Championship Match bei Payback freuen. Also ich bin sehr hyped. Ja. Wir haben einiges auf der Card, Leute. Ihr habt es ja die Wochen über gesehen. Wir haben Tommy End gegen JBL. Wir haben Finn Balor gegen MVP. Und wir haben die neue Women's Championess Becky Lynch gegen Sasha Banks. Und dann als unser Main Event natürlich unser Yes Man, der unbesiegbare, unschlagbare, der beste Wrestler in diesem Universe. Daniel Bryan gegen Eddie Guerrero. Das wird auch noch sicherlich ein spannendes Match. Nachdem, was wir gesehen haben, was Eddie da alles gezeigt hat. Genau. Endlich. Nächste Show ist Payback. Wir haben alle richtig Bock. Und ihr habt noch eine SmackDown-Show davor. Und dann heißt es bis dahin nur noch, mal gucken, ob wir dann Payback direkt schon das erste Match da an dem Freitag dann nach SmackDown bringen. Oder das am Samstag. Aber am kommenden Wochenende startet dann Payback. Von daher, freut euch darauf. Genau. Und das wird ein vollgepackter Pay-Per-View, auf den wir uns alle freuen können. Bis dahin, Freunde, haut rein, habt noch viel Spaß und ciao. Ciao. Tschüss.